In diesem Video geht es um eine Grundschaltung und zwar um den Einsatz des bipolaren Transistors als Schalter. Wir bauen die Schaltung einmal in PSpice auf. Das heißt, wir nehmen zunächst einmal einen NPN-Transistor. Ich setze ihn hier einmal in die Mitte und dazu einen Lastwiderstand, bei dem wir dann entsprechend den Strom schalten können. Wir brauchen noch eine Spannungsquelle. Die lege ich hier vorne mal hin. Und die Bauteile kann ich schon mal miteinander verbinden. Das heißt, ich schalte hier den Widerstand R3 über den Kollektor zurück über den Emitter auf den Minuspol der Spannungsquelle. Und was man noch benötigt, ist ein Masseanschluss. Den setze ich mal hier unten ran. So, schiebe jetzt den Spannungsquelle mal ein bisschen runter, damit wir gleich den Basisstrom hier auf den Transistor schicken können. Diesen Basisstrom, den wir jetzt hier gleich in den Transistor schicken, den müssen wir begrenzen. Der darf nicht zu groß werden und deswegen nehme ich hier mal einen Widerstand von 330 Ohm. Und um den Basisstrom schalten zu können, nehme ich mal einen Schalter, der hier letztendlich nach 5 Millisekunden geschlossen wird und den Transistor damit Basisstrom versorgt. Und um zu sehen, was passiert, wenn der Transistor keinen Basisstrom mehr bekommt, setze ich noch einen zweiten Schalter, der letztendlich nach 10 Millisekunden wieder geöffnet wird, sodass zunächst einmal in den ersten 5 Millisekunden kein Basisstrom fließt, dann fließt ein Basisstrom und nach 10 Millisekunden wird der Basisstrom wieder ausgeschaltet. Auch hier muss ich nochmal die Verbindung legen. So, hier habe ich wahrscheinlich eine Leitung zu viel. Okay. So, und wenn ich jetzt sehen will, wie die Schaltung funktioniert, dann kann ich mir am besten mal den Basisstrom anschauen und den Kollektorstrom, das heißt den Laststrom hier auf der rechten Seite. Und wenn ich die Schaltung jetzt simuliere, dann sehe ich hier in Rot, dass der Basisstrom nach 5 Millisekunden eingeschaltet wird, dann fließt hier ein kleiner Basisstrom von ungefähr 6 mA und der Laststrom, der Kollektorstrom, entsprechend hier oben knapp 500 mA. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, mit dem Transistor, mit Hilfe eines kleinen Steuerstroms, diesen Basisstrom hier, den großen Laststrom zu schalten. Schauen wir uns nochmal an. Also ich schicke hier einen kleinen Basisstrom rein in den Transistor und kann damit einen großen Laststrom entsprechend einschalten, aber auch wieder ausschalten.